Modellbahnsteuerung mit Computer Teil 2. Heute geht es ein bisschen ans Eingemachte, denn heute haben wir erstmal zwei Dinge zu klären. Welche Hardware, sprich Computer, sind eigentlich dafür geeignet, eine Modellbahn zu steuern? Welche Betriebssysteme sind notwendig und welche Software nehmen wir zum Konstruieren, Wolfgang? Fangen wir mal mit der Hardware ganz einfach an. Was Gerne. ist alles geeignet? Also, computerseitig brauchen wir solche Geräte, egal ob Tower-basiert oder ein Laptop, der mindestens die Software Windows XP verarbeiten kann. Wer bessere Windows-Programme hat, Vista, Windows 7 oder 8 oder 9 oder 10, umso besser. Aber Mindestforderung wäre Windows XP. Fehlt mir jetzt aber ein Stein vom Herzen, dass ich mir noch nicht noch in neue Ausgaben stürzen muss als Modellbahner und sagen, wenn ich sowas mit der Computersteuerung noch einen neuen Computer kaufen. Also man kann seinen Heim-PC nehmen, man kann seinen Laptop nehmen. Auch ein Steinzeitrechner. Auch ein Steinzeitrechner, wir hatten es angesprochen, es funktioniert eigentlich. Wobei dann immer die Hersteller manchmal sagen, also wenn es unter XP Ja. geht, sollte man aufpassen, ob die Software noch funktioniert. Aber Kann gehen, muss nicht muss gehen. nicht gehen. Aber Ja. ab XP ist alles Ja. möglich. Ja. Okay. Nun wollen wir natürlich nicht die Mac-User auslassen, dass wir uns nicht wieder Kritik einhandeln. Genau. Es gibt auch Software, die unter Mac läuft, wo man Aha. also auch die gleichen Konstruktionen machen kann, wie wir sie jetzt dann gleich auf Windows-Rechner machen werden. Genau. Da gibt es auch verschiedene Programme und die finden wir auf einer ganz tollen Webseite. Wir sagen, verraten jetzt mal die Webseite, dass wir nicht erst wieder googeln müssen, sondern wir Genau. sagen ganz einfach, die heißt wie. Klartext. Also bitte schauen Sie nach unter www.modellbahnsoftware.de. Dort finden Sie alle Programme eingestellt, beschrieben, was kann es nicht, mit welcher Computersoftware zu verwenden, Produktbeschreibung, alles ganz tipptopp beschrieben. Nun wollen wir ja aber nicht mit tausend einem Programm rumwerkeln, sondern So wir viel wollen mit Zeit haben wir einem nicht. Programm arbeiten, wo wir das Ja. Ganze demonstrieren werden. Wir haben uns für ein Programm entschieden, wo du der Meinung warst, es ist eigentlich das Beste. Aus meiner Sicht. Ja. Natürlich, es gibt, sagt mir schon, tausend ein Programm. Welches nun von diesen auswählen? Die Auswahl ist nicht ganz einfach, weil es ist kein einziges von diesen 1001 irgendwo und wie schlecht. Die sind alle gut. Nur jedes Programm spricht einen gewissen Kundenkreis an, auf diesen Kundenkreis zugeschnitten. Auch bei den Modellbahnsteuerungsprogrammen gibt es wie im täglichen Leben keine eierlegende Wollmilchsau. Das möchte ich mal jetzt so profan so darstellen. Wir haben uns entschieden, den Train-Controller von der Firma Freiwald zu verwenden. Warum? Ich glaube, dass also die Freiwald-Software Train-Controller in Deutschland am weitesten verbreitet ist. Das heißt nicht, dass es die einzig verwendbare oder die schlechthin beste ist. Alle Programme sind gut. Wir haben uns aus dem eben genannten Grunde für Train-Controller entschieden. Da gibt es die drei Varianten Bronze, Silber, Gold. Für die meisten der Modellbahner, insbesondere bei den Otto-Normalverbrauchern, würde die Bronze-Variante vom Train-Controller komplett reichen. Wir haben aber Gold genommen. Warum? Weil wir dieses Programm haben. Punkt. Deswegen also Train-Controller Gold, obwohl auch für unsere Anwendung, die wir hier zeigen, den Train-Controller Gold unter seinem Wert gebrauchen werden. Das sei mal dazu gesagt. Okay, dann waren das ganz klare Worte. Wir müssen aber jetzt zur Konstruktion noch was im Vorfeld klären. Das hat irgendwas mit der Geometrie zu tun. Ja, genau. Natürlich die Softwaremöglichkeiten für die Modellbahnsteuerung, all diese erfinden ja auch nicht das Fahrrad zum zweiten Mal. Alle diese Softwareanbieter orientieren sich am Original, also an die Eisenbahn draußen im Original. Das heißt also, wir verwenden deren Termini und auch deren Lösungswege. Daraus erwachsen nun Schlussfolgerungen. Alle Programme, so auch der Train-Controller von Freiwald, stellt keine Gleisgeometrie dar. Es ist also kein Gleisplanungsprogramm, sondern ein Werkzeug,
um sich ein Stellwerk, wie draußen das Computerstellwerk auch, symbolisch, schematisch das ganze Stellwerk darzustellen, also ohne Gleisgeometrie. Bedeutet, wir ersetzen den kleinsten bis zum größten Bogen immer durch einen rechten Winkel. Damit wird das gesamte Stellwerk erstens maßstabsneutral, zweitens spurneutral, spurweitenneutral und gleisherstellerneutral. Es ist also völlig egal, was wir da zeichnen werden, ob das jetzt H0, TT oder N ist, unabhängig davon, ob Sie nun den Gleishersteller X oder den Gleishersteller Y haben. Völlig egal. Eine symbolisch-schematische Darstellung. Gut, dann würde ich sagen, genug der Vorrede, packen wir es an. Packen wir es an. Nachdem wir, wie eingangs schon dargestellt, die Software-Freiwald Train Controller Gold aus dem Internet runtergeladen haben, legen wir das Programm als Icon auf dem Desktop ab, hier links im Bild. Durch Doppelklick öffnen wir nun das Programm Train Controller Gold. Wir arbeiten im Demo-Modus, klicken hier weiter im Demo-Modus. Nun stellt sich hier dar das hinlänglich überall bekannte Bild der Eröffnung des Programmes. Stören tut diesen oder jenen dieses hier dargestellte Fenster mit dem Titel "Wussten Sie schon?". Diejenigen, die es zukünftig nicht mehr öffnen lassen wollen, klicken hier auf das linke unten gezeigte Häkchen. Wir x'en das jetzt mal hier weg. Diese hier zu sehende Demoanlage nutzt uns ja nichts, das ist ja nur ein Beispiel. Wir wollen ja jetzt nun unsere eigene Modellbahnanlage symbolisch, schematisch darstellen. Wie bekommen wir dieses Bildchen weg? Wir gehen hier oben auf den Button Railroad und klicken an Neue Anlage, also Neu. Es zeigt sich nun uns ein jungfräulicher Bildschirm, auf dem wir nun unsere Anlage schematisch, symbolisch darstellen können und müssen. Zunächst werde ich noch zur Vergrößerung der Monitorfläche hier unten dieses Fenster wegschalten. Jetzt haben wir unseren Monitor in maximaler Größe dargestellt. Wir wollen nun die Anlage zeichnen. Wir könnten das auf zwei Wegen tun, Gleissymbol an Gleissymbol setzen, also Kästchen für Kästchen, wäre eine Möglichkeit, aber doch sehr, sehr aufwendig. Wir wählen natürlich die elegantere Art und Weise, nämlich wir wählen ganz einfach den Zeichenstift. Daher gehen wir auf den Button hier oben links in der Leiste. Wir klicken auf den Bleistift mit der linken Maustaste. Wir haben die Option Bleistift gewählt und zeichnen nun mal ein Schienenoval. So, wenn ich jetzt die Maustaste loslasse, sehen wir, wird der Strich beendet. Das wäre jetzt eine Gleisgerade, links und rechts begrenzt durch zwei Prellböcke. Jetzt zeichnen wir unser Gleisoval weiter und wir sehen, dass es eigentlich gar kein Oval gibt, sondern das Gleisoval mutiert hier zum Rechteck, denn es gibt keine Kurve. Jetzt gehen wir hier lang, schließen unser Gleisoval. So, das wäre jetzt ein Schienenoval dargestellt durch ein Rechteck. Wohlgemerkt, das Ganze wird dargestellt symbolisch, schematisch, ohne Gleisgeometrie. Nun zeichnen wir zum Beispiel in das Innere noch einen zweiten Kreis, also den sogenannten Parallelkreis. Wieder als Rechteck.
So, jetzt hätten wir einen Innenkreis, einen Außenkreis gezeichnet. Wenn wir nun einen Abzweig zeichnen, zum Beispiel hier oben, dann gibt es für einen Abzweig nur eine einzige technische Möglichkeit, die Weiche. Das heißt also, das Programm setzt die Weiche ohne unser Dazutun, also automatisch. Genauso beendet das Programm jedes Gleisstück mit einem Prellbock, denn es gibt für einen Gleisabschluss keine andere Möglichkeit. Nun nehmen wir mal an, der Bereich hier außen solle unser Rangierbahnhof werden, im Sinne einer einseitigen Gleisharfe. Zeichnen wir das mal. Ein Gleis, das zweite, und man sieht, dass also immer mit einer Weiche der Abzweig begonnen wird und mit einem Prellbock beendet. Setzen wir noch ein Gleis. So, wir lassen das mal gut sein. Anders sieht es aus, wenn wir jetzt beispielsweise ein Gleis kreuzen. Dieser Kreuzungspunkt hier ist nicht mehr eindeutig definiert. Das könnte sein eine Unterführung, Überführung, Kreuzung, einfache Kreuzungsweiche, doppelte Kreuzungsweiche. Kann die Software nicht wissen, müssen wir der Software sagen, was es sein soll. Nehmen wir an, das solle nun in Wirklichkeit eine doppelte Kreuzungsweiche sein. Wie verfahren wir? Wir klicken auf den Kreuzungspunkt mit der rechten Maustaste. Es öffnet sich jetzt hier ein Fenster und wir löschen erst einmal den Kreuzungspunkt. Jetzt ist an der Stelle nichts. Wir gehen wieder in unsere obere Leiste, klicken auf das Symbol einer Kreuzung. Es öffnet sich nun hier ein Fenster, aus dem wir hier die doppelte Kreuzungsweiche auswählen. Hier. Linker Mausklick, einmal. Jetzt hat der Cursor, dargestellt durch den Schraubenschlüssel, die doppelte Kreuzungsweiche gespeichert. Wir ziehen den Cursor in das Nichts. Linker Mausklick. Und erst jetzt wäre dieser Kreuzungspunkt in unserem gewollten Sinne in Übereinstimmung mit unserer Modellbahnanlage definiert. Nachdem wir hier die Kreuzung gesetzt haben, müssen wir, wenn wir weiter zeichnen wollen, natürlich wieder den Bleistift aktivieren. Ich gehe auf den Bleistift, klicke an und zeichne nun die nächsten Gleise ein. Wir wollen jetzt eine Verbindung herstellen zwischen dem Außen- und Innenkreis. Einmal, zweimal, hier unten noch die Gleisverbindung, halt, das war nichts, und zu guter Letzt hier. Somit wäre jetzt der Rangierbahnhof gezeichnet, hier oben. Wir hätten Innenkreis und Außenkreis miteinander verbunden. Nun, was alle Anlagen auch kennzeichnet, wir zeichnen noch einen Schattenbahnhof. Nehmen wir mal an, das sei eine einseitige Gleisharfe wiederum. Wie oben zeichnen wir die einseitige Gleisharfe, jetzt aber hier in Verwendung eines Schattenbahnhofes. Wir haben jetzt also hier in diesem Bereich unseren Schattenbahnhof gezeichnet. Der Schattenbahnhof liegt meistens eine Etage tiefer. Also dieses Gleisstückchen hier ist in Wirklichkeit eine Gleisschräge, vielleicht von 3 bis 4 Metern Länge, kann sogar sein eine Gleiswendel, die mehrere Meter überbrückt. Auch eine Gleiswendelfahrt ist nichts anderes wie hier dargestellt eine gerade Ausfahrt. Das sollte jetzt mal unsere fiktive Anlage sein und wir nehmen an, sie sehe so aus, also wären wir jetzt mit der Darstellung fertig. Wenn unser Computer auf diese unsere Anlage schalten und steuernd zugreifen soll,
müssen wir ihm diese Möglichkeit virtuell und real geben. Dazu lehnen wir uns wieder an das Original an, nämlich der Zugriff des Computers passiert nur in Blöcken, also in geometrisch festgelegten Abschnitten. Dazu wählen wir jetzt hier die Option Blöcke. Wir finden sie in der Leiste oben. Wir wollen jetzt die Blöcke in unsere Anlage, fiktiven Anlage, eintragen. Wo müssen wir Blöcke vorsehen? Genau dort, wo Züge halten und wieder abfahren sollen. Also wären alle unsere Abstellgleise Blöcke. Tragen wir hier einen Block ein, noch ein Abstellgleis und so weiter. Überall tragen wir Blöcke ein. Wichtig ist, dass wir im Prinzip wissen, dass die virtuelle Blocklänge mit der realen Blocklänge nichts zu tun hat. Es ist ja eine nicht maßstäbliche Darstellung. Auch hier haben wir wieder ein Abstellgleis, hier drüben auch. Nehmen wir mal an, der Bereich hier wäre der Bahnhof A. Hier sollen Züge halten und wieder abfahren, haben wir also auch hier Blöcke vorzusehen. Im Schattenbahnhof auch wieder Abstellgleise, auch das wären wieder Blöcke. Bahnhof B sehen wir wieder je einen Block vor. Diese hier eingetragenen 14 Blöcke ist die Mindestzahl der nötigen Blöcke. Je mehr man nun darüber hinaus noch zusätzlich vorsieht, umso schöner, umso feiner wird unsere Steuerung laufen. Es gibt nun ein paar Fälle, wo es einen tiefen Sinn macht, mehr Blöcke vorzusehen als hier eingetragen, aber wo man nicht muss. Zum Beispiel nehmen wir an, dass hier in der Längsrichtung seien in Wirklichkeit 20 Meter und nehmen wir an, unser Standort wäre hier. Dann könnten wir beim besten Willen und Wollen nicht sehen, was hier hinten in 20 Meter Entfernung in diesem Bereich passiert oder auch nicht passiert. Also würde es einen tiefen Sinn machen, hier hinten Kontrollblöcke vorzusehen. Kann man, muss man nicht. Oder ein anderes Beispiel, die Anlage sei vielleicht in der Längsrichtung nur 4 Meter lang, aber in diesem hinteren Bereich übertunnelt, ein durchaus realer Anlagenfall, auch dann macht es einen Sinn, ohne dass wir müssen, hier Kontrollblöcke vorzusehen, um dann auf dem Monitor sehen zu können, wenn im Tunnel zum Beispiel ein Zug stehen geblieben ist. Das wäre jener Fall, wo es einen Sinn macht, ohne dass wir müssen. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Fall, wo wir Blöcke dann eintragen müssen. Dieses Muss wird begleitet sein von dem gewünschten Fahrplan. Ein Beispiel. Nehmen wir mal an, hier unten im Bahnhof B, Außengleis, ein langer Bahnsteig, hier soll ein ICE halten und ein kurzer Personenzug. Der ICE müsste aufgrund seiner Länge nun bis zur Bahnsteigvorderkante fahren, der Personenzug dagegen soll auf der Mitte des Bahnsteigs halten, damit unsere virtuellen Fahrgäste nicht so weit laufen müssen. Wie machen wir das? Dass der kleine Zug in der Mitte hält, der ICE bis zum Rand fährt, bis zur Bahnsteigvorderkante. Wir setzen hier einen zweiten Block. Dann würde der ICE in der Programmsteuerung bis zu diesem Block hier fahren, also dem Block 15. Der Personenzug wird so programmiert, dass er nur bis zum Block 14 fährt. Das ist also in Abhängigkeit des gewünschten Fahrplans dann so vorzusehen. Zweiter Fall, wo wir müssen, ein durchaus reales Szenario in der Modellbahn. Nehmen wir an, hier im Innenkreis soll im sogenannten Blockbetrieb gefahren werden, also mindestens zwei Züge auf ein und demselben Gleis. Das würde in der Konstellation, wie wir es gezeichnet haben, mit zwei Blöcken überhaupt nicht funktionieren können. Denn stellen wir uns vor, wir hätten hier im Block 12, nein, Entschuldigung, im Block 13 einen Zug und hier im Block 9 einen Zug. Beide Blöcke würden sich gegenseitig verriegeln. Keiner der beiden Züge im Block 13 und im Block 9
würden jemals ein grünes Signal bekommen können. Wenn das funktionieren soll, müssen wir freie Blöcke vorsehen, und zwar nach folgender mathematischen Regelung: Die Zahl der hintereinander fahrenden Züge auf ein und dem gleichen Gleis plus 1 ist die Zahl der nötigen Blöcke. Also nehmen wir an, zwei Züge hintereinander, 2 plus 1 ist 3, also müssen wir hier noch einen freien Block vorsehen. Der muss natürlich dann in der Realität, also auf der wahren existierenden Anlage, auch tatsächlich auch vorgesehen werden. Jetzt würde es funktionieren. Der Zug im Block 13 kann in den freien Block hier rechts einfahren. Der Zug, der hier angekommen ist, macht dann diesen Block hier 13 frei. Also kann der aus 9 nachrücken nach 13. Ist der aus 9 in 13 angekommen, kann der aus diesem Block rechts in den Block 9 einfahren. Also wir fahren im Blockbetrieb. Jetzt. Zusammenfassend sei nochmal gesagt, jedem der hier virtuell dargestellten Blöcke muss der jeweilige Block in der Realität entsprechen. Und wie der in der Anlage zu installieren ist, zeigen wir in einer der nächsten Sendungen. Ja, nun haben wir ja gerade gesehen, das Konstruieren macht ja wirklich Spaß. Also für mich als Laien, ich muss es jetzt zugeben, liebe Modellbahnfreunde, für mich ist das wirklich, man sollte es nicht glauben, doch ein bisschen Neuland gewesen, weil meine Modellbahnanlage steuere ich noch ganz konventionell mit Schalterchen, Stromkreise und so weiter. Aber es macht Lust auf mehr. Also ich habe jetzt sogar verstanden, das Prinzip. Prima. Toll erklärt, prima gemacht, und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Richtig. Und das in der nächsten Sendung.